500 Euro in nur 17 Minuten. Es geht. Allerdings muss man eins berücksichtigen. Man muss erstmal schauen, wie die Serien anfangen, ja? Und deswegen klickt man erstmal, um ein paar Erfahrungswerte zu kriegen. Fünf viel zu schnell gekommen schon, also da würde ich jetzt noch nicht einsteigen. Erstmal gucken, wie sieht es weiterhin aus. Ansonsten können wir nämlich bei 6 oder bei 7 einsteigen. Bei diesem Casino habe ich die Erfahrung, dass man bei 5 einsteigen kann. Allerdings, wie gesagt, habe ich bei meinem Versuch gerade eben eine 13er-Serie bekommen, dann klappt dieses mit dem Einsatz nicht. Deswegen, also an alle Spieler, die sicher weiterspielen wollen, macht weiter wie bisher. Die etwas mehr Risiko aufnehmen wollen, können mit etwas höherem Einsatz spielen. Ich bin der Meinung, man braucht einfach einen ausreichenden Kontostand, um mit höherem Einsatz zu spielen. Anders geht's nicht. So, fangen wir an. Und damit ihr seht, dass die Zeit auch wirklich mitläuft, ich mache mal hier Start und die Zeit läuft. So, müssen wir eigentlich schon eine Minute dazu zählen. Wir gehen 20 Euro schwarz. Das ist unkritisch bisher. So. Weiter geht's. Der Coup an dieser Strategie ist einfach, dass man täglich spielen könnte, da man maximal, sag mal, 17 bis 20 Minuten braucht, bis man bei 500 ist. Oder bei 50. Ich sag mal, man kann das Ganze auch mit 500 Euro spielen und mit 2 Euro Einsatz. Wie gesagt, das Verhältnis ist das gleiche. Risiko ist natürlich etwas geringer für den Verlust, weil, wie gesagt, die Strategie birgt ein gewisses Risiko. Dann bis Serie 12 man abdecken kann und alles weitere kann man nicht mehr abdecken. Wie gesagt, die Hoffnung oder das Ganze basiert darauf, dass man einfach nur 15 bis 20 Minuten spielt und die Erfahrung zeigt, dass in dieser Zeit ganz selten hohe Serien kommen. Die Software vom Europaplay Casino, das ist mein zweites Konto, was ich dort habe, ist wesentlich schneller als die hier. Aber die Serien sind wesentlich höher. Deswegen starte ich immer erst bei 7 mit der Megasystem-Strategie. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass ich euch zeigen kann, wie ich mit den Nullen umgehe. Und zwar genauso wie das Megasystem-Team bei sich im Video, die das sozusagen die Null als einen Joker sehen. Für diejenige Farbe. Und bisher hat es auch immer funktioniert. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier auch nochmal sehen. In diesem Video. 100 Euro haben wir schon. So, jetzt sehen wir die 0. Okay, leider ging es nicht weiter. Schauen wir mal. So. Jetzt haben wir so einen Fall. 2 mit 0 sind es 5. Das akzeptiere ich als Startsignal, wie das Megasystem das auch tut, und hat gefunktioniert. Wie gesagt, bisher gar keine Probleme mit der Null, dadurch spart man die Nullabsicherung, man kann mehr Serien abdecken. Ich finde, das hat Vorteile. Es gibt natürlich die Vertreter der Nullabsicherung, ich habe dazugehört, ich habe nur mit Nullabsicherung gespielt, aber im Endeffekt muss es jeder für sich entscheiden. Mich hat einfach mal überrascht, wie schnell das Megasystem-Team den Kontostand erhöht hat. Und bin dem mal auf die Spur gegangen und habe es selbst probiert und seit ein paar Tagen funktioniert es relativ gut. Ihr werdet sehen, ich zeige euch gleich meine Tabelle noch, wie das Ganze aussieht über die letzten paar, zwei, drei Tage, wo ich das am Testen bin.
Ja, 140 Euro. Okay, da haben wir wieder ein starkes Signal. Da haben wir, ja, wir haben mal zu viel geklickt, aber dennoch haben wir jetzt unser Startsignal mit mehr Sicherheit sogar. Mal wieder unser Startsignal. €200 bisher verdient. Im Demo-Modus leider. Aber zum Testen und zur Routine kriegen bzw. Sicherheit kriegen ist das immer sehr gut, um was Neues zu testen. So, jetzt haben wir einen interessanten Fall. Wir haben Geld verloren, macht nichts. Wir verdoppeln fröhlich weiter, als wenn die 0 eine schwarze Zahl wäre. Und siehe da, es wird rot. Das habe ich wirklich sehr oft, also bisher immer so gesehen, die letzten 2, 3 Tage. Weswegen für mich die Nullabsicherung hinfällig geworden ist. Und ich nur noch nach dem Original-Megasystem spiele. Dieses mit den Nullen sieht man nicht in diesem ersten Video mit der Stunde. Das sieht man in diesen anderen Videos. Vor allem in den letzten mit 500 Euro. Dort sieht man schön, wie er mit der Null umgeht. Auch in den Kommentaren auf der Seite sieht man das weiter unten. Da erklärt er auch, wie er diese Null sieht, nämlich als Joker. Noch gleich mal auf die Uhr gucken, gleich haben wir Halbzeit. Mein Rechner dröhnt. So, Halbzeit kann man fast sagen. Uhr 7 Minuten 15 Sekunden. Ja, weiter geht's. Hoy te digo lo que de ti me atrae. Tus ojos dejan ver lo que tus labios no dejan probar. Y me dejan con ganas. Oh, siento que me matas con tu coqueteo. Por más que trato de disimularlo, no tener tu cuerpo es un castigo. Ay, dime si hoy me quedo con las ganas de ti. Ay, déjame complacerte. Sin química lo hacemos fácil. Me quedo con las ganas de ti. Ay, déjame complacerte. Sin química lo hacemos fácil. Baby, desde que nos conocemos vivo imaginando los dos en el cuarto, matando las ansias con besos y mucho contacto. No sé si la noche termina y se acaba el encanto, pero aún así yo sigo pidiéndote que te pongas creativa pa' que la noche decida. Tú que sabes cómo se hace. Tú me matas con mentiras, me torturas y me miras mal. No te he podido convencer. Que te pongas creativa pa' que la noche decida. Tú que sabes cómo se hace. Tú me matas con mentiras, me torturas y me miras mal. No te he podido convencer. Ay, dime si hoy me quedo con las ganas de ti. Ay, déjame complacerte. Si en química lo hacemos fácil. Ay, dime si hoy me quedo con las ganas de ti. Ay, déjame complacerte. Si en química lo hacemos fácil. Si
no me dices no paro. La situación ya perdiste el control. Si estamos aquí no es casualidad. Queda poco tiempo para hacerte mía. Si no me dices no paro. La situación ya perdiste el control. Si estamos aquí no es casualidad. Queda poco tiempo para hacerte mía. Solo que te pongas creativa pa' que la noche decida. Tú que sabes cómo se hace. Tú me matas con mentiras, me torturas y me miras mal. No te he podido convencer. Te digo lo que de ti me atrae. Tus ojos dejan ver lo que tus labios no dejan probar. Y me dejan con ganas. Oh, oh, siento que me matas con tu coqueteo. Por más que trato de disimularlo, no tener tu cuerpo es un castigo. Oh. Ay, dime si hoy me quedo con las ganas de ti. Ay, déjame complacerte. Si química lo hacemos fácil. Ay, dime si hoy me quedo con las ganas de ti. Ay, déjame complacerte. Si química lo hacemos fácil. Ya tú sabes quién llegó, Mao, M-A-O. Baby, déjate complacer y no te vas a arrepentir. High Quality Music, Danny Way, MaoMusic.com, ATV. So, 5500. Zeit. Ich mache mal dazu jetzt. Ich drehe das so weiter hier. Ah, ein bisschen Werbung. Uhr. 12 Minuten kann man fast sagen, beziehungsweise 13 Minuten, wenn wir die Minute von vorhin dazu rechnen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wir hatten eine ziemlich heftige Serie dabei. Wie gesagt, bei 5000 Euro kann man das verkraften, Konto. Ansonsten wäre man schon lang bankrott. Deswegen, es birgt etwas Risiko, aber die Serien sind bei weitem nicht so hoch wie normal, also wie nach einer halben Stunde oder so. Ich möchte mal kurz hier drauf eingehen jetzt. Ich habe damit angefangen, deswegen D heißt Demo, ja, am 15. Ich habe dann in 35 Minuten bzw. in zwei Sessions, ja, die immer so 3-4 Stunden auseinander lagen, 500 ein paar gequetschte verdient. Hier dann am Tag danach, weil wir ja 59 Minuten spielen dürfen, in 48 Stunden nochmal 500. Na, heute natürlich nicht, heute Morgen. Nochmal 500 in 21 Minuten. Normal geht es natürlich nicht mit im Echtgeldmodus, klar. Aber normal wäre es gegangen heute wieder nach 18 Uhr, sage ich mal. Ja, und dann wäre das ein ähnliches Verhältnis gewesen. Die 500 schafft man eigentlich immer, kommt immer auf die Zeit an ein bisschen. Jetzt haben wir es relativ schnell geschafft. Serien waren relativ häufig, kamen die 5. Wie gesagt, ich habe das bisher immer nur in einer Viertelstunde geschafft, 16 Minuten schnellstens. Europa Play genauso, allerdings mit Einstiegssignal 7, da die Serien dort viel höher sind. Auch hier zwei Sessions, eine Session. So, warum spiele ich nicht mit 5000 Euro? Nun, ich müsste auf beiden Konten erstmal 5000 Euro haben, was dann an die 10.000 Euro ist. Und das ist schon etwas viel, zu viel für mich.
Ich hatte zwar mit dem Gedanken gespielt, hier bei Casino Euro mit 5000 zu spielen und das hier quasi Realität werden zu lassen. Allerdings habe ich gemerkt, dass bei solchen Summen auch die Gier viel stärker ist, bei mir zumindest. Deswegen werde ich mit 500 Euro spielen. Dasselbe Prinzip wie gerade, mich mit 50 Euro pro Tag zufrieden geben und mit 2 Euro Einsatz spielen. Das Verhältnis ist identisch. Das Risiko ist genauso hoch. Natürlich nicht vom Gesamtverlust, der ist wesentlich geringer, aber das Spielrisiko. Meine Erfahrung bisher, ich habe am 29.09. angefangen mit 600 Euro. Habe dann hier gespielt, nicht nach Megasystem, sondern nach meinem eigenen System. Mit Glück, sage ich mal, gewonnen. Hier genauso. Viel Nullabsicherung war dabei. Hier ging es in die Hose, deswegen habe ich es dann auch unterbrochen, habe dann brav mit Megasystem weitergespielt, habe dann bei dem Kontostand hier es zur Auszahlung gebracht. Casino Euro wollte sehr viel Unterlagen sehen und allerdings war nach 2 bis 3 Tagen das Geld auf dem Girokonto. Sehr erfreulich. Hier habe ich die ganze Zeit mit Megasystem gespielt, allerdings das Einstiegssignal 6 verwendet. Man sieht hier deutlich, mir hat eine Serie dann gefehlt sozusagen. Casino Euro kann man mit 7 oder 8 anfangen. Die Serien sind sehr, sehr häufig sehr hoch, auch am Anfang. Und deswegen gut. So viel zu meinen Erfahrungen. Ich habe das dann alles zur Auszahlung gebracht bei beiden. Europa Play wollte keine Unterlagen sehen. Gut, bei so einem Betrag, ich habe ja auch Verlust gemacht, von daher kann es auch daran liegen, dass sie nichts sehen wollten. In Summe habe ich allerdings Gewinn gemacht bei 1000 Euro und ausgezahlt habe ich 1390. Somit in, sage ich mal, 2 Wochen noch nicht mal 390 Euro verdient, was ich jetzt nicht so schlecht finde. Gut, soviel zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde weiter berichten auf jeden Fall.